Wir suchen eine pharmazeutisch-technische Assistentin, außerdem eine pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Dann freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen. Nähere Informationen über unsere Apotheken findest du auch auf unserer Webseite. Rudi Breiteneicher ist vielen ein Begriff. Der ehemalige Spaßmacher aus Burghausen, der nun in Mühldorf wohnt, ist 2009 bekannt geworden als Deutschlands bester Witzeerzähler in der Bild-Zeitung. Mittlerweile hat er auch in der TV- und Filmszene Fuß gefasst. Wir haben ihn und seine Frau Petra Stark heute zum Interview getroffen. Wenn ich heute beim Fenster rausgehe, wenn ich in der Arbeit gehe, sehe ich allweil oder einfach ausschau wie der Nachbar seiner Frau, wenn er in der Arbeit geht, eine Puzzle gibt. Warum magst denn du das eigentlich nicht? Hä? Wieso? Wieso soll ich das machen? Ich kenne die Frau ja überhaupt nicht. Jetzt noch. Ja, Busseln ging mir. Da war wieder was los, wenn ich es mache. Da war wieder was los, wenn ich es mache. Du weißt doch, was dann passiert. Ja, ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Rudi, du bist ja bekannt geworden als bester Witzeerzähler Deutschlands und auch ins Guinness-Buch der Weltrekorde aufgenommen worden, weil du 26 Witze in einer Minute erzählt hast. Wie bist du denn dazu gekommen und kannst du das noch? Ach, das war 2012, glaube ich, da ist von RTL eine Anfrage gekommen, weil die haben da die Sendung gehabt mit den Guinness-Rekorden, ob ich da nicht mitmachen möchte, mit Witze-Rekord zu machen. Dann habe ich gedacht, wow, schau mal, wie das geht, aber Rikschi muss man da live und ohne ablesen, also auswendig, da 25, 26 Witze sagen. Haben wir gesagt, ja, ja, auswendig und vor Publikum. Hat gesagt, nein, das kannst du vergessen, das schaffe ich ja nie. 26 Witze in einer Minute und dann auswendig. Ja, nein, tut mir leid, das ist dann doch nichts für mich. Ja. Dann haben sie gesagt, macht nichts und so. Und dann ist eine Anfrage von immer wieder sonntags gekommen, ja, ein halbes Jahr später, mit dem Stefan Ross, ob ich da Witze, so mehr Gag halber, so Witze verzeihe im Duell mit Prominente, wer mehr da Witze schafft hintereinander. So, ja, das geht, das lasse ich mir eingehen. Dann war ich halt tot und dann haben sie gesagt, ah, die haben wir es doch ändern, mach, schauen wir, dass wir einen Weltrekord kriegen. Aber die waren da irgendwie auf 19 oder was da der Höchste war, hätte 20 schaffen müssen. Dann haben wir gedacht, ja, probier es einmal. Dann habe ich daheim geübt, habe mir die aufgeschrieben und immer wieder die Reihenfolge gemerkt, dann haben wir es gemacht. Und da war ich so aufgeregt, also es war Katastrophe, der Auftritt, bin ich mir den heute anschauen. Ich habe es zwar geschafft, aber wie? Ja, frag mich nicht, das war Katastrophe. Und da haben wir gedacht, es geht eigentlich, ich kann mehr auch machen. Dann haben wir das so rein, zack, zack, und dann ich schaffe tatsächlich 26, 27, wenn ich gut bin. Und dann haben wir das einmal mühsam gemacht, offiziell, in einem Lokal beim Italiener oder was das war. Nein, beim Mexikaner war es. Haben wir das gemacht, bis es vorgegeben war, und dann haben wir es geschafft. Und dann war ich halt einmal drin mit 26 Witzen in der Minute. Was ist ein toter Spanner? Der ist weg vom Fenster. Was sollte eine Frau tun, wenn ihr Mann zickzack läuft? Weiterschießen. Ich habe bei Spider-Man angerufen, aber der hatte kein Netz. Dann habe ich bei Weight Watchers angerufen, hat keiner abgenommen. Dann habe ich beim DJ angerufen, hat der aufgelegt. Unglaublich. Jetzt bist du ja auch in das TV- und Filmgeschäft eingestiegen. Zum Beispiel hast du da Rollen gehabt bei Vorsicht Falle oder Daheim ist daheim. Welche Rollen hast du da genau gespielt? Also bei Vorsicht Falle war ich jetzt schon zweimal dabei. Letztes Jahr, das Jahr, so die Hauptrolle, einmal als Opfer. Da haben sie mir das Auto geklaut mit dem Kiel-Let's-Go-System. Es sind wahre Fälle, die haben halt nachgespielt und da war ich da als Opfer. Und dieses Jahr war ich Familienvater, wo sie antike Bücher verkauft haben. Da haben sie 10.000 Euro haben sie da beschissen und so. Bei Hubert ohne Staller war ich Sachverständiger. Da habe ich schauen müssen, wer das Revier gezündet hat. Hätte es bald einen Riedel erwischt, aber ich habe nochmal gerettet. Bei Daheim ist daheim war ich zwei Folgen Rektor in der Schule und in zwei Folgen auch wieder Sachverständiger. Da habe ich Bomben entschärfen müssen. Oh. Was sind 100 Trabis auf einen Haufen? Eine Tupperparty. Wann erreicht der Trabi seine Höchstgeschwindigkeit? Wenn er abgeschleppt wird. Was ist der Unterschied zwischen Beamten und Holz? Holz arbeitet. Treffen sich zwei Beamte im Flur, sagt der eine zum anderen. Na, kannst du auch nicht schlafen. Und was waren denn die Höhepunkte deiner Karriere? Ja, also Höhepunkt war auf alle Fälle die zwei Drehtage bei Hubert ohne Staller. Das ist meine Lieblingsserie und dadurch bin ich eigentlich Komparse geworden, weil man denkt, einmal in meiner Lieblingsserie mitspielen, wenigstens als Komparse im Hintergrund irgendwo durchlaufen oder sitzen. Dann hat es aber auch 7 Jahre gedauert, bis ich dran gekommen bin. Aber dafür habe ich eine Kleindarstellerrolle mit Text gekriegt, 2 Drehtage, da war ich halt der Sachverständige. Das war super, wenn du da deine Lieblingsstars triffst, du spielst in der Lieblingsserie mit
Und dann noch zwei Tage, war super. Und die waren alle gut drauf. Einer von meinen Lieblingswitze: Eine Frau wird 110 Jahre alt. Wird einmal zur Party gefeiert, Presse ist da, Fernsehen, Freunde und Bekannte sind da. Jetzt fragt der Interviewer die Frau: Ja, gute Frau, auf was führen Sie denn das jetzt zurück, dass Sie mit 110 Jahren noch so körperlich und geistig fit sind? Ja, mei, ich hab halt immer viel gearbeitet, viel Sport getrieben, keinen Alkohol getrunken und keine Zigaretten geraucht. Und das Wichtigste, immer viel Sex. Aha, viel Sex, ja. Dann hätte ich mal so eine indiskrete Frage. Wann hatten Sie denn das letzte Mal Sex? Oh mein, das letzte Mal, das war 1945. Was, 1945? Das ist aber jetzt schon lang her. Wieso lang her? Jetzt ist er erst 2015. Du hast ja jetzt auch in dem kürzlich gedrehten Tatort mitgespielt mit dem Titel Care-Aus in München. Welche Rolle hast du da gespielt und wer waren die Hauptdarsteller? Ja, also ich war ein Partygast praktisch. Als Bierglasl verkleidet habe ich jetzt einen Anzug gehabt, war schon wie ein Bierglasl, hat der Kuhfasser per Rücken aufgehabt und da stehe ich vor dem Lokal und möchte halt rein, ich rede da mit dem Türsteher, ob ich rein darf. Aber das werden wir wahrscheinlich auch bloß Gestik sehen und so, weil der Tom weg ist, weil ich das andere Spitz im Hintergrund habe. Dann hat dann die zwei Kommissare ausgestiegen und gehen dann drauf zu und geht dann rein und dann reden die weiter mit dem. Aber da waren halt die zwei Hauptdarsteller da, der Nemec und der Batic. Also, nein, Batic heißt er ja in der Serie und der Wachtfeitel war dabei und der Mirko Nemec war dabei. Und die zwei waren wirklich also brutal nett, das ist der Hammer, wie kumpelhaft die sind. Die haben uns als Duo geboten, wir haben nichts Saison gebraucht, die haben in der Drehpause sogar eine halbe Stunde haben sie in dem Lokal drin, wo wir dran haben, wo die Komparsen gehockt sind. Und erst hat der Nemec hat auf seinen Laptop so geschaut, ein paar Videos so geschaut, und auf einmal dreht er sich her, sagt dazu, ich möchte mal ein paar gute Videos anschauen. Da haben wir fünf Komparsen eingegangen, hat uns von ihm ein paar Songs gesagt, was er macht. Und aus seinem Leben erzählt, wir haben mit dem Rinkiner, als ob wir schon ewig befreundet waren, und der Wachtfeitel auch. Also die haben sich ja gegenseitig immer ein bisschen aufgezogen. War also wirklich super, die halbe Stunde. Die hätten auch zur Basisumme gehen können, da war kurz, gell, aber nein, die haben sich da reingeguckt. Und auch da gegessen, wo wir gegessen haben, also super war das. Wann wird denn der Tatort ausgestrahlt? Der kommt nächstes Jahr im Februar. Weil die haben es nicht mehr geschafft, die haben bis Dezember gerade und mit dem Schnitt und alles haben sie es nicht mehr hingekriegt für dieses Jahr. Ist aber dann die Faschingsfolge für nächstes Jahr dann. Aber nicht nur du bist ja als Schauspieler tätig, sondern auch deine Frau Petra. Und du hast angefangen mit den Frauengeschichten im BR. Was für eine Rolle hast du denn da gespielt? Da war ich richtige Dorfratschen, die Baumgärtnerin. Und das hat riesen Spaß gemacht. Das wurde in einer so einer kleinen Kapelle gedreht. Und ja, das war mal ganz kurz, nur Gestik, wo ich richtig den Schrecker haben müssen. Und das andere dann auch eine Sprechrolle. Und ich muss sagen, die haben auch alle ganz gut drauf. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, Sakrament, ja, bisschen narrisch. Das habe ich schon gemeint, mich straft der Blitz. Die werde jetzt gleich was anderes strafen, Mandei. 2:30 in der Früh. Sag einmal, du hast gesagt, du kommst nach dem Fußball heim. Ein Spiel war um 7:30 gehen. Ja, ich wollte ja nachher eh gleich heimgehen. Aber dann ist alles irgendwie ein wenig verrückt hergegangen. Wie bist du denn überhaupt zu der Schauspielerei gekommen und welche Rollen hast du bisher schon übernommen? Also ich muss sagen, ich bin einfach durch meine Mutter zugekommen, durch den Rudi. Ich habe vorher 20 Jahre Theater gespielt und dann habe ich den Rudi kennengelernt und ja, das ist peu à peu gegangen, mal ein Profil, einmal. Ich habe ihn eigentlich ins Casting gefahren, gell? Dann habe ich gewartet auf ihn und dann sagt er zu mir, der Nächste bitte. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht da. Ach, sagt mir, so eine ausgefallen, gehen Sie doch gleich mit einmal rein. Und so bin ich da dazugekommen, dann habe ich die gecastet und schon war ich dabei. Und dann war ich eben bei den Straßencops war ich schon, da habe ich so eine Nachbarin spielen müssen, die wo Polizei geholt hat, weil die andere Nachbarin eben eingesperrt haben. Dann war ich bei der Akte dabei, der Fall Peggy, wo das Mädel damals verschwunden ist. Da habe ich die Oma gespielt von dem Verdächtigen, von dem Cousin vom Nachbarn, die Oma. Oder dann auch bei Daheim ist daheim einmal so kurze Sprechrolle nur am Stammtisch oder einfach auch als Statist einmal dabei gewesen.
Und der Hund, wie Racco? Racco. Ein Hund für alle Fälle. Ein Hund für alle Fälle waren wir dabei. Also auch schon einiges, ja. Hä? Ja, ich meine, heute ist Donnerstag. Ist ja. Ja, aber am Donnerstag gibt es eine Brokkartoffe. Das sind ja keine Brokkartoffe. Nein, das ist ein vegetarisches Gemüse vom Wok. Aha, und wenn ich das jetzt nicht mag? Okay, du musst doch auch mal was anderes ausprobieren. Ja, was magst du denn jetzt? Mal was anderes ausprobieren. Geh ich halt am Donnerstag zum Dorf statt am Samstag. Eine sehr beliebte Serie ist jetzt auch diese B-Comedy, die aktuell auf YouTube läuft und sehr gut ankommt. Was für Sketche spielt sie denn da? Das ist praktisch so, der Rudi hat sich da beworben, da haben sie Darsteller gesucht und sagt zu mir, du, ich habe ein Casting. Dann habe ich nicht gesagt, sie haben schön und was ist mit mir? Dann hat er gesagt, ja, du, da rufe ich an. Dann hat der Tom Michel gesagt, ja, nimm's mit. Und da haben sie eigentlich 150 beworben, 50 oder was hat er sich angeschaut, gell? Oder 80? Und 25 waren dann zum Casting. Und 25 waren zum Casting und wir haben unter die 12 auserwählt worden, da wir dabei sind. Und es macht so riesen Spaß, da jung und alt ist da beieinander. Also wir die Alten und dann unsere junge Gruppen und ich mag das Burma so. An der Bahn meistens gehen. Ja. Wir spielen als Ehepaar. Ich muss immer schimpfen. Also die werden sich denken, das ist eine schöne Grand, wo er da geheiratet hat. Ja. Ich muss noch ein bisschen backen. Ja, aber meistens von der Seite. Und ja, und es macht furchtbar Spaß wirklich. Und das gibt uns auch recht, wenn man die Zahlen anschaut auf Facebook oder YouTube. Wie genau kommt ihr denn auf die Sketche? Lasst ihr euch die selber einfallen oder werden euch die vorgegeben? Ja, wir kriegen also alle Darsteller, mittlerweile haben wir 10 Darsteller, kriegen ein Drehbuch, da ist halt der Sketch drin. Jeder hat seinen eigenen Sketch, wo er mitspielt und da ist der Text drin. Du kannst da schon ein bisschen abändern, und meistens wird es eh vor Ort dann, weil es irgendwas anderes kommt dann und man sagt, nah, das war jetzt lustiger gewesen, machen wir es so. Aber normal schreibt alles der Tom Michel, unser Chef und Regisseur und Produzent, der macht alles eh. Und da kriegen wir halt unseren Text und dann macht man das. Außer es ist schon mal vorgekommen, dass man vor Ort dann beim Drehen, das kann man mal dran, als kurzfristig waren einmal einige kurzer oder was. Aber sonst eigentlich alles nach Drehbuch. Der schreibt super und der schreibt ja auch für Frauengeschichten. Ja, genau, für Frauengeschichten. Der schreibt ja auch dieses, wo im Fernsehen das kommt und alles. Und der hat ja auch schon für 30.3 geschrieben und alles. Und das, wie der das macht, dem fällt das einfach ein und dann schreibt er so. Ja, für Globus so auch, will. Die ganzen Sketche. Innerhalb von einem Tag musst du ja da einen Sketch aussagen, was zum Thema passt. Also meistens sind sie bei B-Comedy so Geschichten, wo eigentlich ihnen schon mal irgendwie ähnlich passiert haben. Deswegen gibt es anscheinend so gerade auch. Von wann? Weil man die Kommentare liest, genau wie bei uns. Oder das kann sie sein, steht da drin. Bisschen übertrieben dann immer, aber so ähnlich wird es im Schreiben dann, was meistens schon bei allen Leuten passiert einmal und dann halt ein wenig übertrieben wird. Aber ihr habt ja auch in der Heimat schon Fuß gefasst. Ihr dreht ja auch die Clips für den Globusmarkt in Mühldorf und die sind so gut angekommen, dass es im Dezember sogar in ganz Bayern ausgestrahlt worden ist. Könnt ihr uns ein bisschen was dazu sagen, was ihr da genau macht? Durch das, dass eben die Sänger von der B-Comedy und dass ich drin arbeite, ich bin drin Betriebsratsvorsitzende und ich habe halt da viel Kontakt drinnen und haben halt die gemeint, jetzt in der Zeit, ob wir es so mal versuchen. Und da haben wir so Werbung gemacht und das hat uns auch recht gegeben, wenn man sagt, dass wir da auf den letzten Sketch Call and Collect haben wir, glaube ich, bis zu 13.000, ja, 13.000. 13.000 Aufrufe. Obwohl die Seiten plus knappe 3.000 Abonnenten hat. Das muss man auch mal sagen dazu. Gut, dann feier ich bloß noch Tante Luise. Ach du Scheiße! Was ist? Hast du dich geschnitten? Nein, aber die Tante Luise haben wir vergessen. Kein Geschenk. Ach du Scheiße, ja. Und jetzt? Wo kriegen wir jetzt so kurz auf knapp nur ein Geschenk her? Beim Globus, ein Einkaufsgutschein. Ja genau, beim Globus. Ja. Ich fahr gleich hin. Nein. Sitzt dich du nur wieder hin. Ich fahr schon. Nein, das darf da so passen. Ha? Du darfst dich beim Globus vergnügen. Ich komm daheim wieder die Weihnachtsgeschenke allein errichten, oder? Ich glaube, dass das gerade jetzt in der Zeit, wo jeder so viel einstecken muss oder zurückstecken muss, für die
schön ist, wenn man mal sowas sieht und vielleicht einmal lachen oder schmunzeln kann. Das ist so langweilig. Wenn halt irgendwas ist, dann machen wir das halt einmal über Obst und Gemüse, einmal über das Brot, über die Wursttecken, wenn man an der Wursttecken steht und sagen, zwei Dicke und die sagt, ja, das sieg ich und was kriegen sie. Ja, gell? Und der Rudi sagt dann, wenn ich noch so hineinbrüstel, dann sagt sie, ja, dann haben wir wieder gewitzt ungefähr. So Kleinigkeiten halt immer, wo man ein bisschen schmunzeln kann dabei. Und das macht halt Spaß, wenn man die Leute zum Lachen bringt oder denen was Gutes da kann, sagt man mal so. Was für Träume habt ihr beiden noch und wo soll die Reise hingehen? Fang du, dabei überlege ich. Der Rudi vielleicht hat Stadthabe, das klang schon wie auf Bali. Zum Essen gelungen, gut zum Essen gelungen. Das war was das ich habe. Das nächste Wirtshaus und so, die Meier hat schon weiterführt, wenn wir wieder dürfen. Biergarten, ich glaube, ich gehe. Also ich möchte jetzt erst einmal gesund in Trente gehen. Am 1.11. darf ich in Trente gehen, sagen wir mal so. Und ich habe zwei wunderbare Kinder und zwei wunderbare Enkelkinder und das ist da drinnen, das ist die Zeit, wo ich mir nachher nehme für das alles. Und natürlich möchte ich mal ein bisschen fortfahren. Bis jetzt ist das nie gegangen bei mir. Ich war alleinerziehend mit zwei Kindern auch und so. Und jetzt kann ich das vielleicht dann einmal. Und ich hoffe, dass wir bald dürfen wieder. Dass alle wieder aufsperren dürfen und mir, dass wir das normale Leben wieder geben. Ins Wirtshaus. Und vom Drehen her möchte ich halt, dass mit B-Comedy weitergeht. Jetzt haben wir ja an einem Radiosender dran, dass wir vielleicht da sogar über Radio was kriegen. Und schauen wir mal. Ja, dann wir halt auch gesund bleiben, wir sagen alles, dass da alles passt bei uns. Ja, das glaube ich. Und dann halt einmal ein paar gestern Kleindarstellerrollen war nicht schlecht. Ja, das stimmt. Aber mir ist eigentlich wurscht, ab und zu gibt mir was, dann gibt mir eine Zeit lang nichts. Aber ich habe jetzt schon so viele gute Sachen gehabt, die, da sage ich, das passt. Und Humor nicht verlieren, gell? Ja, und B-Comedy bleibt ja sowieso, das bleibt mir. Wir schießen uns gegenseitig auf, gell? Einer den anderen, das ist einfach schön. Ja. Dann lacht man wieder. Ja, sagen wir, das hätten wir jetzt wieder als Sketch dran. Ja. Oh, wenn der ganze Lockdown endlich einmal vorbei war. Ja, ich mach dir einen Vorschlag. Ja. Wenn der einmal vorbei ist, der Lockdown nachher, machen wir uns einmal ein paar schöne Tage allein daheim, ne? Depp. Wenn wir Sie jetzt hungrig gemacht haben auf richtig viel Spaß, dann schauen Sie auf YouTube, auf der B-Comedy-Seite oder auf der Facebook-Seite des Globus Mühldorf vorbei. Hier können Sie die beiden in Action sehen. Außerdem kommt ab März einmal im Monat am Freitag eine neue Folge Frauengeschichten. Auch hierbei sind die beiden zu sehen. Ich hoffe, unser Interview hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska. Wir suchen eine pharmazeutisch-technische Assistentin, außerdem eine pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Dann freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen. Nähere Informationen über unsere Apotheken findest du auch auf unserer Webseite.